Da ist der Tempel. Viel mehr haben wir nicht. Inogrets Haus ist jetzt verlassen und da ist unsere Gruppe auch schon. Dörfler, Dörfler. Bist du jemals in Trutzbucht gewesen? Okay, da können wir gar nicht raus. Dann nehmen wir mal die Reise zum Magrans Gabelung, in der Hoffnung, dass wir von da aus in das andere Gebiet kommen. So, wir sind noch nicht erschöpft. Oh, ein Wolf. Aber nur aber zwei Wölfe, okay. Du machst mal hier auf den. Du den da. Und du haust einfach zu. Gut, dann einer ist erledigt. Immer schön auf unseren Wolf aufpassen. So, der ist dem Tode nahe, der ist auch erledigt. So, Felle können wir hier einlagern. Solche Sachen müssen wir wirklich nicht im Inventar rumschleppen. Okay, können wir mal einen Blick drauf werfen. Ah, das Gebiet ist auch relativ groß. Was es hier so gibt. Vollmar, wer bist du denn? Oh, hallo, Verzeihung, aber du hast mich ordentlich erschreckt. Ich dachte, ich hätte was durch den Busch rasseln hören. Aber das warst wohl nur du. Wie dumm von mir. Du brauchst dich zu welch Vorräte? Ich wollte eigentlich zur Matthammerbrücke, aber vielleicht ist es besser, ich gehe zurück in die Stadt und versammle noch einige Leute. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? Sag, hast du etwas gehört? Aha, wo kommst du denn her? Oh, da kommen Wölfe. Das Symbol? Hey. Du wirfst den anderen mal nieder. How may I help? Oh, und du hast gar keine Nutzung mehr für deine Zauber. Die haben wir ja aufgebraucht und wir waren gar nicht lasten. So, du bist eine markierte Beute. Dann schießen wir doch mal einen Verletzungspfeil auf dich ab. Und du solltest eigentlich den da umwerfen. So. Ihr beide könnt auch ruhig weiter angreifen. Oh, du wurdest getroffen. Na komm. Oh. Unserem Wolf hat's umgehauen. Nicht so gut. Ja. Aber der nimmt wohl wirklich keinen gesundheitlichen Schaden. Beiden Sterne am Himmel, danke. Ich habe diese Ungeheuer noch nie so kühn erlebt. Seltsame Zeichen sind das. Hier, nimm das. Ich reise zurück nach Goldtal und kannst es besser gebrauchen. Was hat er uns gegeben? Dank der kleinen Ausdauer. Gibt dem Nutzer Ausdauer. Trank der schwachen Regeneration. Dann kriegst du das auch mal. Sure. Und wir gucken uns hier weiter um. Okay, wieder zwei Wölfe. Du blitzt den. Du machst das da auf den. Und du wirfst den anderen um. Oh. Okay, alle sind auf ihn fokussiert. Das ist auch nicht so gut. So, wer ist markiert? Der ist markiert. Du wirfst noch mal einen um. Und du könntest auch mithelfen.
I shall deal with this one. Okay, er ist umgeworfen, das ist okay. Du wirfst den Wolf um, der ihn bedroht. Ja, du hast ihn umgeworfen. Du hilfst hier mal. Okay, das sieht schon etwas heftiger aus. Der eine ist dem Tode nahe. Was machen wir? Der fällt gleich, fliegt gleich um. Die beiden sind schon dem Tode nahe. Der ist verletzt. Okay, jetzt sind es nur noch einer. Du wechselst mal deine Waffe zum Nahkampf. Oh, der ist auch ohnmächtig. Jetzt sind wir alle ohnmächtig. Nicht so gut. Talholz Schnellspeicher, da müssen wir das hier laden. Da war ich zu unvorsichtig wieder mal. Okay, gegen 4 Wölfe müssen wir uns schon mal in Acht nehmen. Das, obwohl wir schon Stufe 3 sind. Gut, das heißt erstmal wieder hier drüben abbiegen. Du bist noch in Verteidigung. Du machst das. Du machst das. No good. Hey. Und du versuchst dir da umzuwerfen. Okay, du bretzelst einfach irgendwo hin. Bonk. Ja. So. Ich weiß nicht, ich muss entweder meinem Gefährten mal Schadensreduktion geben. Hey. Au. Und weg mit dem dann noch, bitte. Gut. Aufstehen, alle ja. Hochrennen generieren. Sure. Ja. Okay, der Wald ist schon mal schlimm. Ja, ja, ja. Jetzt kommen gleich wieder die Wölfe. So. Hey. Du? Aus den ersten um. Du gehst auf den zweiten. Yes. Ja. Du. Gaunschwur. Zweimal pro Ruhephase. Stellt mit jedem Einsatz eine geringe Menge an der Ausdauer des Trägers wieder her. Ah. Okay, das sollte dann eher unser Nahkämpfer kriegen. Du markierst mal den als Beute. Und du greifst den an. So. Okay. Wen habe ich jetzt gerade angewählt? Dich. Nein, du. Hey, das trifft sogar beide. Sehr schön zu wissen. Du wirfst den nochmal um. Du schießt mal auf den da mit einem Verletzungsschuss. So, umgefallen. Und mein Wolf ist wieder. Wolf. Haben wir jetzt das Maximale im Bestarium gesammelt? Hä? Mhm. So, sprechen wir mal mit dir. Dialog beenden. Da kriegen wir die Ausdauerfiolen. Für ihn hier. Und er sollte auch den Ring kriegen. So. Ja. Gut. Sure.
Dann wollen wir uns mal an den Wölfen rächen. Gut. Das scheint schon mal so weit geklappt zu haben. Ja. Einen markieren wir mal als Beute. Hey. Du haust einen um. Und du haust einfach mal da rein. So. Genau. Jetzt gehst du ein Stück zurück. Du wirst gleich schon umgehauen sein. Das ist nicht so gut. Okay, Wolf ist, mein Wolf ist ausgeschalten. Hm. Schlecht. Hey. Du heilst dich mal. Gut, und wirfst den Schwerverletzten um. Hm. Ist er umgeschmissen. Hey. Heil dich nochmal. Komm, hau den um. Oder auch nicht. Das bringt alles nichts. Da müssten wir vorher mal rasten. Da müssen wir definitiv vorher mal rasten, dass wir die Zauber unseres Magiers wieder haben. Oh, wieder einmal eine Seele. Saw you in the flames. Ich habe dich in den Flammen gesehen, Durenz. Die eine Statue von Magran, die Göttin des Krieges und der Flamme. In den Stein zu ihren Füßen haben Dutzende Bittsteher Namen eingeritzt, um den Segen der Göttin zu erbitten. Westlich von Golta, südlich von Los Compas, östlich der Schwarzauen, also nach Osten geht es in die Schwarzauen. Am Fuß der Statue kauert ein unfassbar hässlicher Mann mit geschwollenen roten Wacken voller Pockennarben und einem zottligen Bart. Er schwitzt, als ob er Fieber hätte. Seine Atmung aber ist bedächtig und gleichmäßig, wie das langsame Blasen des Blasebalgs einer Schmiede. Aber dieser Vergleich fühlt sich seltsam und unliebsam an. Der nächste Vergleich, wahrscheinlich ausgelöst von seinem Grinsen, bezieht sich auf eine Bärenfalle. Und dann völlig aus dem Nichts deutet sich leicht alchemistisches Feuer an. Aber dieser Eindruck verschwindet fast augenblicklich, als du den Geruch identifizierst. Bist du gekommen, um zur Statue zu beten? Die Frage klingt eigentlich kaum wie eine Frage. Als der Mann seine Aussage macht, nimmt die Statue einen rötlichen Farbton an, als ob jemand eine Fackel vor sich halten würde. Dann geht sie langsam in wogende Flammen auf. Der Mann dreht sich um, als die Statue in Flammen aufgeht. The others are welcome, but it's best if just you and I trade words, and your shadows stay quiet. Hands off their weapons, both arcane and steel. It's only you I want to trade words with anyway. Die anderen sind willkommen, aber es wäre das Beste, wenn wir beide Worte wechseln und eure Schatten ruhig bleiben. Nehmt eure Hände von euren Waffen, den Arkanen wie den Stählernen. Sein Gesicht spannt sich mit seinem Bärenfallengrinsen an, bereit zu schuschnappen. Ich will sowieso nur mit dir Worte wechseln. I swear before the whore that is Margaret, no harm will come to you in her shadow. If that's enough of a promise for you. If not... Ich schwöre vor der Hure, deren Name Margwen lautet, dass dir in ihrem Schatten nichts zustößen wird. Falls dir das als Versprechen reicht, falls nicht, er hält seinen Stab locker in seiner Hand, der einen Augenblick zuvor noch nicht da war. Deinen Blick auf den Stab konzentrieren, ich habe deinen Namen nicht verstanden oder weshalb du mit mir sprechen möchtest. Merkwürdige Gefährtenwahl, Stein scheint mir nur schwachen Trost zu spenden. Der Mann lächelt ob dieser Worte, dann nickt er. Wobei er dich aber nie aus den Augen verliert. Ich könnte es besser treffen, aber der Weg bietet sonst kaum etwas an. Er betrachtet dich von oben nach unten, lächelt dann höhnisch. Bis jetzt. The world holds many whores we worship. Respect comes with honest titles.
I bet even you have gone against instinct in exchange for a little copper. Or paid for such in countless ways.